Leistungsdiagnostik, das stand heute bei den Schalker Profis auf dem Tagesprogramm. Definitiv unbeliebter als ein Training mit Ball auf dem Platz, dafür aber nötig. Ja, das ganz normale Laufanalyse, die wird mindestens zweimal im Jahr eigentlich gemacht, in der Winterpause, in der Sommerpause, damit wir die Daten haben fürs Training, damit wir immer in den richtigen Gruppen auch laufen können, damit keiner überbelastet wird oder keiner zu wenig macht und ja, ganz normal. Nur so ein bisschen laufen, wie jetzt einige vielleicht denken, so ist es nicht. 6 Einheiten, a 3 Minuten mit kurzen Pausen, dazu jedes Mal eine Steigerung der Geschwindigkeit. Wie sagt man so schön hier im Ruhrgebiet? Das haut ganz schön rein. Das geht halt schon bis zur Ausbelastung. Ist jetzt vom Umfang her nicht so lange, aber von der Intensität halt schon sehr hoch. Ja, da ist natürlich jeder am Pumpen am Ende. Ja. Der Test war der Startschuss in eine neue Woche. Die Stimmung in der Mannschaft ist trotz der Niederlage gut. Bastian Otschipka sieht eine positive Entwicklung im Team. Doch das müssen sie am Wochenende im Spiel gegen Hannover wieder zeigen. Die Fehler aus der Hinspielniederlage dürfen sich nicht wiederholen. Ich hoffe es natürlich auch sehr, dass wir es besser machen werden. Ja, wir haben es einfach nicht gut in dem Spiel gemacht. Hannover ist generell sehr unbequem zu bespielen. Defensiv nicht ganz so einfach, dass sie quasi Mann gegen Mann über den ganzen Platz spielen oder damals auch gegen uns gespielt haben. Wir haben einfach nicht die richtigen Lösungen gefunden. Aber ich glaube, dass wir uns gerade gegen so Mannschaften weiterentwickelt haben, auch im Trainingslager das nochmal viel angesprochen haben. Und das Resultat sieht man dann hoffentlich am Sonntag.